Was erreicht man in die FC 24 ohne FC Points Tag 98? Willkommen zurück zu einer weiteren RTG-Folge auf meinem Kanal, Freunde. Nur noch 2 Folgen bis zur 100, das ist crazy. Und was auch verrückt ist, ist, wie viele Packs wir heute zum neuen Golasso-Event ballern werden. Bei mir ist jetzt gerade Freitagmittag. Erstmal ein paar kleine Updates. Ich habe 960.000 Münzen. Ich habe hier einiges verkauft, was ich noch so hatte. Dann haben wir hier noch diese 2 Spezialkarten, die ich nicht wegbekomme. Und dann noch einiges an Goldkarten. Hatte ich halt so als Duplikat und so. Kann ich aber auch erstmal auf der Transferliste behalten. Ansonsten habe ich zum Start der Folge direkt 50 Player-Picks am Start. Die werde ich jetzt noch zum Foot-Birthday-Team ziehen. Aber, Freunde, wir werden in dem Video auch noch weitere 50 Picks zum neuen Golasso-Event ziehen. Und dann habe ich noch unfassbar viele Packs am Start, denn ich war auf jeden Fall fleißig unter der Woche. Ich habe hier ein 5x83+. Ich habe hier ja irgendeine Tifo, die kein Mensch braucht, aber Shoutouts gehen trotzdem raus für den Kollegen, der die bekommen hat. Das ist natürlich eine coole Sache. Nichtsdestotrotz geht's hier weiter. Die Tagesanmeldungen sind durch. Damit bekommen wir ein 20x83+ und noch ein paar weitere Packs. Das Komplettpaket, da machen wir heute auf jeden Fall weiter. Dann habe ich den St. Patrick's Day Teil auch fertig. Da bekommt man sogar ein 10x84+. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, welche Packs wir davon heute ziehen. Wir werden einen riesigen Großteil davon ziehen. Das auf jeden Fall, aber die Folge 100 steht vor der Tür und da habe ich natürlich auch ein bisschen was vor, deswegen eventuell werden wir da ein, zwei große Packs auch uns aufsparen, damit die Folge 100 auf jeden Fall richtig saftig wird. Und dann haben wir hier noch bei Kolomuani 2 weitere Sachen am Start und ja, wir machen auf jeden Fall gut Meta, also ohne Spaß, ich bin schon sehr weit im Season Pass. Schreibt mir mal in die Kommentare, bei welchem Level seid ihr gerade? Würde mich sehr interessieren. Ich bin nämlich der Meinung, ich bin schon ziemlich weit, denn ich habe natürlich außerdem noch bei Division Rivals, wo ist es? Hier, Rang 3 beziehungsweise Division 3 und dafür bekommen wir auch nochmal unnormal nice Packs. 5x84+ x 2 und 2x86+ x 2. Dazu jetzt auch nochmal weitere 700 Erfahrungspunkte. Wir nehmen das Ganze natürlich untauschbar Klassiker, damit wir so viele Packs wie möglich heute ziehen können, denn heute ist es wahrscheinlich soweit und die Legende kehrt zurück. Al-Owairan soll kommen. Ich habe gehört, ihr wisst jetzt wahrscheinlich schon, er soll als SBC kommen, in einer schwächeren Version und dann noch auf dem Markt in einer besseren Version. Das feiere ich ehrlich gesagt jetzt nicht so krass. Ich will natürlich den besten Al-Owairan, den man bekommen kann, aber ich lasse es auf mich zukommen. Und jetzt werden wir, wie gesagt, zum Start des Videos erstmal 50 Player-Picks nochmal zum Birthday-Event ziehen. Und die ganzen Karten, die ich dann da rausbekomme, werde ich dann wieder reinpacken in die 5x84+-Packs, damit wir da dann auch noch die maximale Anzahl schaffen. Wie könnte es besser losgehen hier in diesem Video mit Irene Paredes als erster Walkout? Das heißt, ja, ich will auf jeden Fall einiges an Walkouts ziehen, dann diese Walkouts wiederum in Tauschvorgänge packen, die Tauschvorgänge dann ziehen, 89er Ruhm Diaz, perfekt, und dann aus denen dann wieder neue Picks für heute Abend machen. Das ist auf jeden Fall so der Plan. Jetzt einfach nochmal irgendwie versuchen, vielleicht über die Player Picks noch eine Birthday-Icon zu ziehen oder so. Weil ich habe jetzt in den 2 Wochen zwar einiges an Foot-Birthday-Karten gezogen, aber eine Foot-Birthday-Icon war leider nicht dabei. Es gab die eine oder andere Chance, aber ich habe es leider bis jetzt nicht gepackt, aber ja, vielleicht jetzt noch mit den 50 Player-Picks. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da beim Golasso-Event so rauskommen wird. Das Ganze wird wohl 2 Wochen lang dauern, das Golasso-Event. Und danach soll es mit dem Team of the Season losgehen. Ist halt bloß die Frage, geht es dann direkt danach los mit dem Team of the Season? Oder geht es erst nach der Season los? Das ist auf jeden Fall noch nicht so richtig geklärt, aber wir lassen es auf uns zukommen. Kunda Nanji nehme ich auf jeden Fall auch schon mal gerne mit. Player Picks beste. Ich freue mich auf jeden Fall dann auch später auf die 50 Player Picks zum Golasso Event. Golasso, Digga, dieses Wort wirklich. Also, das ist schon irgendwie komplett random. Ich check auch überhaupt nicht, was das Thema des Events sein soll. Weil letztes Jahr hieß das Event Trophy Titans. Und war auch nur mit Icons und mit Hero-Karten. Und ja, damals waren es halt einfach Spieler, die viele Pokale gewonnen haben, viele Wettbewerbe in ihrer Karriere, und jetzt ist es das Golasso-Event. Weiß ich jetzt nicht, was da die Erklärung ist, aber vielleicht kommt es dann auch später noch raus und dann weiß ich da auf jeden Fall mehr. Oh, jetzt hätte ich hier fast Kamada genommen. Oh mein Gott, Rodri, optimal, wieder eine 89. Die 89er sind natürlich perfekt für die Tauschvorgänge. Dadurch bekomme ich dann auch wieder genug Goldspielereien
Und dann können wir ganz, ganz easy die 50 Player-Picks abschließen. So würde ich das sehen. 87er Romero in Form auch sehr, sehr stark. Das Ding ist, ich will jetzt hier aber auch mal noch ein paar Spezialkarten sehen. Walkouts sind auf jeden Fall eine super Sache, gar keine Frage. Aber so ein paar Foot-Birthday-Karten, für die habe ich das ja jetzt nochmal vorbereitet. Wäre cool, EA. Komm schon, 83er Eriksen, jetzt haben wir hier noch einen am Start. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon so langsam, aber sicher auf der Zielgeraden, oder? Haben wir jetzt hier? Okay, wir haben nochmal eine ganze Seite. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich liebe Player Picks und ich glaube, ihr liebt auch Player Picks. Deswegen immer mal wieder so ein paar Player Picks mitnehmen in den Folgen, ist auf jeden Fall eine super Sache. Aber wenn man jetzt hier aus 50 Picks keinen Foot Birthday zieht, bin ich enttäuscht. Bin ich ehrlich gesagt enttäuscht. Okay, da hätte ich jetzt auch mal die 83 mitnehmen können, aber egal. Da geht auf jeden Fall noch ein bisschen was. Ruben Dias, Rodri ist auf jeden Fall eine super Sache mit 89. Da freue ich mich drüber. Aber jetzt nochmal irgendeine Spezialkarte wäre schon ganz nett. Nochmal eine 83. Komm, 84 will ich schon mindestens hier sehen in den Picks eigentlich. Ich bin eigentlich erst ab 84 zufrieden. Ich glaube, ich habe auch mittlerweile unnormal viele 83er Karten im Verein. Also, ich bin auf jeden Fall gewappnet für die nächste Zeit. Ich denke, dass EA jetzt beim Golasso Event nochmal alles probieren wird, um die Vereine leer zu bekommen vor dem Team of the Season. Ist ja ein absoluter Klassiker. Aber, ja, wir lassen es auf uns zukommen. Sollte Al-Owai ran als SBC kommen, ist das natürlich sehr, sehr verlockend, wie gesagt. Aber ich schaue mir das später auf jeden Fall erstmal an. Wird alles noch in diesem Video sein. 88er Osimhen, nochmal einer für die Tauschvorgänge. Wir sollten auf jeden Fall mehr als genug Goldkarten da dann rausbekommen. Und jetzt sollten wir hier wirklich auf der Zielgeraden sein. 81er noch am Start. 3 Player-Picks haben wir hier. Okay, Forsberg. Eine Foot-Birthday-Karte. Und dann ist es die wahrscheinlich schlechteste. Aber naja, Hauptsache wir haben eine gezogen. Und jetzt haben wir noch 2 Player Picks übrig und ziehen daraus eine 82 und das Beste kommt zum Schluss, letzter Player Pick und wir ziehen Jorginho. So, das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Kundanji und Osimhen werden auf jeden Fall in Tauschvorgänge gepackt und mit den anderen Karten machen wir wahrscheinlich Inform Picks und die 5x84 Plus Packs auch eigentlich. Ich habe eigentlich schon wieder viel zu viele davon, aber umso mehr, umso besser. So, ich habe die ganzen Duplikate verräumt, einige Tauschvorgänge abgeschlossen. Noch 2 Inform-Picks abgeschlossen. N'Golo Kanté, komm her, mein Bester. 87 Inform. Und ja, dann nehmen wir den noch mit. Die sind dann für die 5x84 Plus-Packs. Und ja, jetzt muss ich hier erstmal richtig viele Packs wegziehen, um an die Tauschvorgänge zu kommen. Ich habe 48 Packs, Alter. Was ist das denn? Wir ziehen jetzt davon ein paar weg. Dann haben wir wirklich für heute Abend nur die absolut besten. Also klar, 47 Packs. Aber davon sind halt auch viele nicht so gut. Und dann haben wir fürs Golasso-Event wirklich nur die Creme de la Creme am Start. Okay, wir kommen jetzt tatsächlich schon an die Packs ran. Ich weiß gar nicht, was ganz, ganz hinten ist. Aber ich komme an die Tauschvorgänge-Packs dran. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. 40 Packs jetzt am Start. Tauschvorgänge habe ich auch noch ein paar. Also das passt dann am Ende des Tages sehr gut. So, ich bin gerade die ganze Zeit die Tauschvorgänge-Packs am wegziehen. Und das sollte ein Walkout sein. Mega nice. Joshua Kimmich, 88 aus einem 89er Tauschvorgang. Ist immer sehr willkommen. So, ich habe jetzt auch noch die 50k-Packs weggezogen von Division Rivals, dass wir jetzt nur hier solche Packs mit Ratings haben. Das heißt, wir haben jetzt diese 29 Packs für später und da ist sehr viel heftiger Stuff am Start und ich werde jetzt noch weitere 5x84 Plus Packs machen und Player Picks vorbereiten, aber jetzt geht's erstmal rein in die Weekend League mit diesem schönen Team. Nicht ganz mit diesem schönen Team. Da fehlt noch der gute Kylian Mbappé im Sturm. Wir werden heute die Weekend League zocken mit der neuen Taktik, die wir unter der Woche getestet haben. Allerdings ein bisschen verändert. So, hier ist es. Das Team war's. Mit der 4-3-2-1 Formation mit Felix, Mbappé und Best vorne drin. Im Mittelfeld die drei absoluten Maschinen. Bompastor jetzt mittlerweile mit einer 93 und Rolfe auch mit einer 93. Was ist das für eine Karte? Wer die nicht gemacht hat, tut mir wirklich unfassbar leid. Also, das ist eine der besten Karten aller Zeiten. Der absolute Wahnsinn. Und ich bin gespannt, was wir damit so reißen können. Wir gehen rein in Weekend League Spiel Nummer 1. Let's go. Erster Gegner kommt mit Gold van Dijk. Wir werden ihn auch noch im August sehen. Da bin ich mir mittlerweile sicher. Let's go. Erster Gegner kommt mit Gold van Dijk. Wir werden ihn auch noch im August sehen. Da bin ich mir mittlerweile sicher. Der kommt sehr gut auf Yaya Touré, 1-0. Und da ist Rolfö zum 2-0.
Mbappé auf George Best, der schiebt den rein zum 3:0. Gegner meldet die Pause an. Also offensiv macht die Taktik nach wie vor eine Menge Spaß. Spiel Nummer 2. Okay, das sieht fresh aus, muss ich sagen. Sehr, sehr nice Karten mit dabei. Gegner mit dem 1:0, der spielt hier extrem gut in den ersten Minuten. Das wird direkt in Spiel Nummer 2 lief, wie letzte Woche, glaube ich. Direkt richtig schwierig. Joa, Weekend League Quali 10:0, jeden Gegner absolut rasiert, auch gegen starke Gegner. Zweites WL-Game, es steht 3:0, der Typ nimmt mich also komplett auseinander, absolut keine Chance. Ich weiß schon wieder nicht, wer hier gerade gegen mich zockt, aber der Typ, wow. Freunde, keine Chance, wir gehen rein ins nächste Game. Das war gerade wirklich einer der besten Gegner, gegen die ich in letzter Zeit gezockt habe. Der absolute Wahnsinn, wie gut dieser Typ war, wirklich. Also, alles gesehen. Und das Team, gegen das wir jetzt zocken, ist unnormal schlecht, Alter. Das sieht so aus, als hätte der seit, keine Ahnung, 3-4 Monaten das Spiel nicht mehr angefasst. Mbappé zum 1:0. Absoluter Krampf bis jetzt aber. Mbappé 2:0. Ganz wichtig. Also ich tue mich unfassbar schwer gerade schon wieder. Obwohl sein Team so schlecht ist, spielt der Mann echt sehr gut auch wieder. Starkes Ding. Mbappé macht er sehr gut. 3:0. Und der Gegner quittet. Okay. Abfahrt. Wir wollen natürlich jetzt alle Spiele außer dieser Niederlage gewinnen heute. Spiel Nummer 4 gegen ein sehr starkes Team. Eieiei. Rolfö macht sie gut. 1:0. Der Gegner ist schon wieder eine 10 von 10. Ich check's nicht. Was ist das hier für Matchmaking heute? Ich habe echt das Gefühl, ich bin hier in einer ganz anderen Weekend League als sonst am Start. Schön gespielt. Davis ist da zum 2:0. Rolfö mit der nächsten Kiste. Die Maschine 3:0. Und der Gegner quittet. Aber der war auch richtig gut, Mann. Weiter geht's. Welcher Öler kommt als nächstes auf uns zu? Ja, das sieht gut aus. Rolfö, Bruder, wie viele Tore macht die bitte? Das ist ja wirklich auch crazy. Und der Gegner mit dem 1:1. Let's go, Mbappé 2:1. Oh, come on, let's go, Rolfö, nächster Doppelpack. Ja, Mbappé an die Latte, Best staubt ab, 4:1. Und Mbappé zum 5:1. Und der Gegner quittet. Also bis auf die eine Niederlage haben wir uns jetzt schon ganz gut gerettet. Ist halt bitter, dass wir es direkt im zweiten Spiel kassiert haben. Aber am Ende des Tages ist es auch relativ egal, wann du die Niederlagen bekommst. 4:1 ist schon mal ganz okay für den Start, würde ich sagen. Wir gehen rein. Nächstes Game. Okay, sehr viele Foot Birthday Karten. Ja, Best direkt zum 1:0. Rolfö mit der nächsten Kiste 2:0. Gegner meldet direkt die Pause an. Das war ein schnelles, helles. Und damit stehen wir 5:1. Und damit geht's rein ins nächste Game. Ah, das sieht sehr stark aus. Das sieht sehr stark aus. Und der Gegner macht das 1:0. Es ist wieder ein sehr guter Gegner. Let's go. 1:1. Das sieht gar nicht gut aus. 2:1 durch den Fehler von Cafu. Und der Gegner drückt uns das 3:1. Ja, das Spiel ist auch durch, Freunde. Auch wieder zu gut. Ich kann nichts machen. Mit 5:2 geht's rein ins nächste Game. Heute mal wieder schwierig. Und das sieht eigentlich auch ganz gut aus, das Team. Und wir kassieren wieder das 1:0. Wow. Und wir bekommen einen Elfmeter. Rolfö holt den raus. Rolfö holt ihn raus. Bitte Best. Let's go. Bruder. Wie? Felix. Natürlich geht der nicht rein. Aber der geht rein. Freunde, es ist Halbzeit und ich habe gerade gecheckt. Das ist mal wieder ein E-Sportler, gegen den wir spielen. Also ich weiß nicht, entweder EA hat umgestellt, dass das Matchmaking viel schwieriger ist oder es zocken halt wirklich nur noch die größten Suchtis dieses Game. Kann ich mir eher vorstellen, wirklich. Also das ist ja wirklich schon wieder völlig wild, das Matchmaking heute. Ist zu krass. Also die zwei Niederlagen, ich konnte überhaupt gar nichts machen. Der Typ hier ist auch schon wieder insane. Also mega. Und der Gegner führt wieder.
Und das Ding ist durch, sage ich euch, wie es ist. So, wir stehen 5 zu 3. Wirklich der bodenloseste Start seit Ewigkeiten. Das ist wirklich, ich check's nicht. Weekendly Quali 10-0 geholt mit der neuen Taktik. Jetzt geht wieder gar nichts. Und das Matchmaking, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Let's go, Felix 1-0. Bro, es ist krass. Es ist krass. Mbappé und wir führen. Komm, Junge. Eusebio, let's go. Ja, Eusebio macht er gut die Entscheidung. Und der Gegner quittet. Wir gehen rein ins letzte Game. Wir gehen rein ins letzte Spiel des Tages. 7 zu 3 wäre noch so halbwegs gerettet, das Ding. Komm, Abfahrt. Das ist stark gespielt. George Best 1-0. Ja, boah, das war eine 10 von 10, der Spielzug. Wichtig und richtig, 2 zu 0. Das Ding ist für heute an Gameplay zum Glück erledigt. Das war mal wieder, wow, keine Worte, wirklich, keine Worte. 7 zu 3 am Ende. Ich würde sagen, Freunde, wir gehen ins Pack-Opening rein. In ein saftiges Pack-Opening zum Golasso-Event. Freunde, bei mir ist mittlerweile 23 Uhr. Ich war gerade noch im Theater. Das war wirklich, ja, lass was. Ist ein anderes Thema. Wir gehen rein ins Golasso-Event. Ja, es gab auf jeden Fall einiges, was man sich diese Woche holen kann. Unter anderem der gute Robin von Percy. Das ist allerdings die kleinere Version. Dann kann man hier einiges über die Torejagd holen. Und dann gibt es, glaube ich, sogar noch einen Cup. Und hier gibt es sogar nochmal was. Also man kann auf jeden Fall wieder richtig viel Stuff erspielen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und er ist zurück, Freunde. Al-Oveiran ist zurück, aber ja, es ist eine kleine Enttäuschung, muss ich sagen. Es gibt diese Version und das ist die kleinere. Hat aber auch 5-Star Skills, was cool ist, aber ich will natürlich eigentlich lieber die bessere Version. Sage ich euch ganz ehrlich, Al-Oveiran, ich will den 93er haben. Die Frage ist, wie viel kostet der? Ich glaube, der ist gar nicht so teuer. Okay, ja, ist schon teuer. 2 Millionen Coins, vielleicht ein Ticken weniger. Ich hab, ja, 900.000, also bin davon weit entfernt. Aber ich habe einiges an Packs am Start und deswegen gehen wir da jetzt rein. Und außerdem habe ich noch 50 Player Picks wieder vorbereitet. Dementsprechend gebe ich jetzt hier alles. Es gibt ansonsten noch weitere sehr, sehr coole Karten. Man muss allerdings dazu sagen, die allercoolsten Karten sind gefühlt wieder unbezahlbar. Heißt, keine Ahnung, so ein Cruyff oder irgendwelche anderen in der Richtung. Ginola zum Beispiel. Die sind, ja, auf dem Markt für mich auf jeden Fall als RTG-Spieler nicht zu erreichen. Es sei denn, ich ziehe die irgendwie über ein Pack. Ist wahrscheinlich bei den meisten von euch genauso. Lasst euch da auf jeden Fall nicht verleiten, irgendwelche Shop-Packs zu ziehen. Weil selbst in denen zieht man die am Ende des Tages auch nicht, sondern zieht da auch immer die schlechteren Heroes oder Icon-Karten. Dementsprechend, wir versuchen unser Bestes und ich schaue, ob ich mal die ein oder andere Karte hier über die Player-Picks oder gleich über die Packs ziehen kann. Denn wie ihr im Laufe des Videos gesehen habt, habe ich wirklich extrem viele Packs und wir werden davon einen Großteil ziehen. Ich frage mich halt jetzt die ganze Zeit, soll ich jetzt den 90er Al-Oveiran abschließen? Weil eine Version von beiden brauche ich halt. Aber ja, ich weiß halt jetzt nicht, ob ich den anfangen soll, wenn ich eigentlich den 93er Oveiran will. Aber die Frage ist halt, wie will ich mir den überhaupt leisten? Ich habe aktuell ja knapp eine Mio Coins. Wenn ich ein bisschen was verkaufe, wird bestimmt noch ein bisschen was zurückkommen. Aber alles in allem habe ich halt auch nicht mehr so viel tradable Stuff im Verein. Und dementsprechend, also Al-Oveiran ist Stand jetzt schon sehr, sehr weit entfernt, muss ich sagen. Der wird in den nächsten Tagen mit Sicherheit auch noch ein bisschen fallen im Preis, bin ich mir eigentlich relativ sicher. Wenn er sich so bei 1,5 Millionen Coins einpendeln würde, dann würde das schon irgendwie hinhauen, sage ich. Also, ja, wenn der Mann mir noch ein bisschen entgegenkommt, dann können wir uns da auf jeden Fall überlegen, zuzuschlagen. Auf der anderen Seite sind es 1,5 Millionen Coins, die ich dann kurz vom Team of the Season einfach wegballern würde. Ist eigentlich auch nicht super smart, muss man sagen. Endlich mal hier ein Walkout. Hatte ich bis jetzt, glaube ich, fast gar nicht. Schreibt mir dazu gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Soll ich den Al-Oveiran abschließen als SBC? Soll ich versuchen, irgendwie den Tradable 93er zu bekommen? Aber weiß halt überhaupt nicht, ob das überhaupt möglich ist. Ich gehe jetzt hier mal bei den Player Picks auch eher auf die Karten, ja, die ich nicht im Verein habe, auch wenn hier 83er am Start sind, aber es gibt sowieso aktuell, ja, nicht
wirklich SBCs, wo ich 83er loswerden kann. Deswegen, wir gehen jetzt einfach auf die Karten, die ich noch nicht im Verein habe. Weil, ja, wie ihr seht, ich habe gefühlt jede 83er Karte mittlerweile im Verein. Deswegen ist es da dann auch, ja, relativ sinnlos, da noch Duplikat 83er mitzunehmen. Einfach noch so ein bisschen den Verein mit 80er und 81er Karten füllen ist ja auch nicht so schlecht. Und ein paar Walkouts, sehr, sehr gerne. Ich will heute auf jeden Fall mindestens eine Golasso-Karte sehen. Also vorher höre ich nicht auf, hoffe ich zumindest. Kann ich euch jetzt auch nicht versprechen, aber ich gehe mal stark davon aus, dass wir eigentlich noch eine ziehen. In den ganzen Packs, die wir gleich noch haben, muss eigentlich was dabei sein. Little dritter Walkout hier in der Runde. So ein Inform oder so würde ich noch ganz gerne nehmen. Ja, 84er Kodomoani ist eigentlich auch nicht so schlecht. Ab 84 sollte ich die eigentlich fast mitnehmen. Aber nun gut. Wie viel haben wir noch? Okay, wir haben immer noch relativ viele, muss man sagen. Ja, da ist er doch. Cola, es ist allerdings die kleinere Version. Der 92er Cola, der sieht richtig, richtig gut aus. Der hier, ja, ist solide, würde ich sagen, aber halt, er passt halt nicht mehr zur aktuellen Zeit, um das mal so zu sagen. Also der würde jetzt nicht in meinem Team spielen. Der 92er Cola, ja, der hätte schon bessere Chancen. Und da ist direkt der nächste, Dempsey. Hat er 5-Star Skills? Hat sogar 5-Star Skills, aber MLS ist halt jetzt nicht die beliebteste Liga. Dementsprechend ist auch er nicht sonderlich teuer, aber das ging doch jetzt echt schnell. Zwei Golasso-Karten in kürzester Zeit, fast schon back-to-back, muss man sagen. Also damit bin ich schon mal zufrieden. Also wenigstens haben wir welche gezogen. Jetzt habe ich noch meinen Inform, den ich haben wollte. Sehr schön. Weiter geht's. Auf der Zielgeraden jetzt die besten Packs am Start. Und dann holen wir uns jetzt hier noch einen 83er Sergio Busquets. Vier letzte Picks haben wir noch am Start. Mit, okay, nochmal ein 80er Pick. Das ist bodenlos. Ziehen wir noch eine Golasso-Karte. Okay, Delikt ist auch nochmal nice. Den nehme ich auch nochmal sehr, sehr gerne mit. 88er Bernardo Silva, auch stabil. Und im letzten Player Pick holen wir uns noch eine 81. So, mit einigen der Duplikaten habe ich direkt nochmal ein weiteres 5x84 Plus Pack abgeschlossen. Und jetzt habe ich hier sage und schreibe 34 Packs. Davon werden wir auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Teil ziehen. Aber wie ich schon am Anfang des Videos gesagt habe, will ich mir auch noch ein paar Packs für die 100. Folge der RTG aufsparen. Und wir starten direkt im Doppel 81 Plus mit Sandra Panios als Walkout. Damit bin ich schon mal sehr zufrieden. Sehr nice. Wir checken natürlich noch das Vorschau-Pack ab. Okay, hätten wir uns sparen können. Und dann geht's jetzt hier rein. Einige Packs am Start. Wir schauen einfach mal, was bei rumkommt. Ich hoffe, der ein oder andere Walkout ist dabei. Lukaku ist der erste Mann. Oh, nächster Walkout. Katoto ist am Start. Was ich schon mitbekommen habe, ist, dass die, ja, Golasso-Karten wieder nicht angezeigt werden. Ich check das nicht, warum das EA nicht macht. Das ist super schade. Also das macht auch einfach das, ja, so ein bisschen kaputt, finde ich. Weil du willst ja einfach sehen bei der Walkout-Animation, wenn du so eine coole Karte gezogen hast. War ja auch schon beim Foot-Birthday-Event so, dass, ja, man das nur sehen konnte, wenn du quasi, ja, keine Ahnung, nur zwei auf einmal in einem Pack hattest, also Icons oder so. Sonst hat man das ja eigentlich nie gesehen. Das ist ein Pack, was man von EA geschenkt bekommen hat. 85 plus, also wäre da jetzt einer drin gewesen, hätten wir es gesehen. Aber es ist Lautaro Martinez. Okay, einen geschenkten 87er Walkout nehme ich gerne mit. Doppel 83 plus. Komm, ich will hier doch irgendwas sehen. Was ist das denn? Ich glaube Fischlock 84. So, einiges an Packs habe ich schon weggezogen. Wir machen weiter mit 11x 81 plus. Okay, der Inform ist am Start. Dann kann ich gleich nochmal ein weiteres 5x 84 plus abschließen. Das ist sogar ein Double Walkout, nämlich Saka und dahinter ist noch Romero wieder, ne? 87, nehme ich sehr, sehr gerne mit. Sehr gutes Rating. Und, oha, 94er Birgit Prinz. Wie viel kostet die? Ja, perfekt, sie kostet fast gar nichts. Aber 94er Ereignis, krass. Das ist krass. Also, hätte ich nicht gedacht. Hat auch echt ganz nice Stats. Also, Schuss ist halt crazy. Birgit Prinz, auch wirklich eine absolute Legende, muss man sagen. Also, die kenne ich auch schon so lange, weil es einfach eine absolute Legende des Frauenfußballs ist. Und ja, da freue ich mich drüber. Ist eine coole Karte. Also, das war doch schon mal ordentlich. Hätte ich nicht gedacht, dass wir überhaupt hier mit einer Icon rausgehen. Gerne mehr.
Weiter geht's. Das ist Butcher in einem Doppel- oder Dreifach 83+. Irene Paredes und Butcher, die zwei RTG-Legenden, muss man fast schon sagen. Sehr, sehr nice. Was ist dahinter? Okay. 5x83+. Also ich glaube, in den nächsten Packs, die wir öffnen, ziehen wir jetzt nur noch Walkouts, wollte ich gerade sagen. Und dann ziehen wir einfach Brand wahrscheinlich oder Reus. Okay, Brand. Doppel 84+. Bringt uns den nächsten Inform. Sehr nice. Also 5x84+ Packs können wir da auf jeden Fall durchziehen. Das ist sehr, sehr cool. Ja, Remchuk. Dann machen wir weiter mit einem 5x83+. Hat auch relativ lange geladen, aber das ist kein Walkout. So, die zwei heben wir uns auf jeden Fall auf für die 100. RTG-Folge und auch die Doppel 86+. Und die zwei auch. Und jetzt haben wir hier noch unnormal viele 5x84+. Die werden wir alle ziehen. Das 10x83+ nehmen wir auch mit. Ist, glaube ich, kein Walkout, so kurz wie das geladen hat. Oder ist es Irene? Nee, es ist Laporte. Und dann können wir jetzt hier 9 5x84+ Packs öffnen. Und ich kann sogar noch zwei weitere machen. Also wir ziehen insgesamt 11 Stück davon. Komm schon, da muss jetzt was kommen. Also wirklich, wir ziehen Ødegaard zusammen mit Bernardo Silva. Okay, nehme ich aber gerne mit und dahinter ist nicht mehr wirklich was. Und die Walkouts, die ich jetzt als Duplikat ziehe, die werde ich jetzt hier in die Tauschvorgänge wahrscheinlich packen. Und dann werde ich diese Packs auch erstmal ein paar Tage aufsparen, damit wir dann, ja, vielleicht in der nächsten Folge wieder mit Player-Picks reinstarten können. Weil ich will jetzt erstmal auf eure Meinung warten, was ihr sagt zu dem Al-Owairan. Soll ich die 90er SBC machen oder soll ich irgendwie versuchen, den 93er zu holen? Aber ich frage mich halt, ja, wie ich das überhaupt machen soll. So, damit ist das nächste 5x84+ abgeschlossen. Eins kann ich noch machen und das werden wir auch machen. Also, wenn wir jetzt aus so vielen 5x84+ keine weiteren Golasso-Spieler ziehen, dann weiß ich auch nicht. Nächstes Pack hat sehr lange geladen, also ist safe ein Walkout. Und das ist Harry Kane mit einer 90. Überragend. Kein Double Walkout, aber Harry Kane reicht mir auch schon. Und dahinter ist nicht wirklich was. Wir gehen rein. Nächstes. Es ist so schade, dass man die Animation nicht direkt sieht, Alter. Little. Okay, auch nur eine. Aber vielleicht ist ein Golasso dahinter. Leider nicht. So, mit den Duplikaten von gerade ist auch das letzte 5x84+ Pack abgeschlossen. Ja, das Ding ist gerade, ich könnte auch wirklich die Walkouts in die Ayran SBC reinpacken. Aber gut, wir machen es heute mal so. Ich warte ab, was ihr sagt und dann werden wir den eventuell in der nächsten Folge abschließen oder vielleicht sogar in der 100. Folge. Das wäre auch eigentlich eine coole Sache, finde ich. Wir gehen rein. Nächstes Pack, Italien. Hüter, das ist Donnarumma. Den habe ich eben schon gezogen. Also den müssen wir jetzt eigentlich auch für einen Tauschvorgang abgeben. Und wir haben wieder einen Inform am Start. So, Walkouts landen in den Tauschvorgängen. 84er Karten in Inform-Picks. Einmal mal so ein paar Informs aufsparen. Ist auf jeden Fall auch eine ganz gute Sache, würde ich sagen. Und wir haben immer noch 7 5x84 80+ Packs. Das hat lange geladen. Gib mir Van Dijk. Komm, Van Dijk. Ja, okay, es ist Delikt. Den hatten wir eben auch am Start. Also den muss ich auch wieder abgeben. Und dahinter ist noch Ødegaard, den wir auch schon haben. Und jetzt noch eine Golasso-Karte. Ja, tatsächlich. Ja, okay. So, jetzt haben wir hier schon mal einen Inform-Pick am Start. Alle anderen Duplikate können wir jetzt wieder in den Verein packen. 90er Bruno. Junge, der ist, glaube ich, aus dem aktuellen Team of the Week. Und der kostet einfach gar nichts. Aber 90er Inform ist sehr, sehr krass für, ja, so eine Al-Owairan SBC zum Beispiel. Da braucht man bestimmt auch ein paar, ja, hoch bewertete Inform-Karten. Nächstes 5x84+ am Start. Ey, es ist so schade, wirklich, dass das nicht angezeigt wird mit den Golasso-Karten. Warum fixt es EA nicht? Das war doch auch schon in FIFA 23, ne? Wirklich, ich verstehe es nicht. Schüller und Casemiro, gute Ratings und kein Dingens. Nächstes Pack, Deutschland-Stürmer. Okay, wir ziehen Back-to-Back Schüller und jetzt noch dahinter wieder Casemiro oder was? Nee, dieses Mal dahinter Meat. Und dahinter jetzt eine Golasso Al-Owairan-Karte. Nächster Inform-Pick ist damit abgeschlossen. Schüller im Tauschvorgang und wir ziehen dieses Mal... Okay, ich gehe mal mit Tavernier. Ist wahrscheinlich die teuerste Karte, aber ist ja eigentlich sowieso egal. So, 4 5x84+ Packs noch. Es nimmt kein Ende. Deutschland? Nein. Okay. Okay,
Nee, diesmal haben wir Alexandra Popp am Start. Kein Double Walkout, weil eine Golasso-Karte nicht drin ist. Aber ja, vielleicht jetzt. Ah, das ist wieder Ödegaard. Und dahinter ist eine Golasso-Karte. Nein, auch dieses Mal nicht. Aber ein Inform. Damit ist ein weiterer Inform-Pick am Start. Also, ja, da sind wir jetzt auf jeden Fall erstmal gut ausgestattet. Aber ist auch wichtig. Zwei Packs haben wir noch am Start. Das Video ist auch einfach safe schon viel zu lang wahrscheinlich. Shoutouts gehen raus an alle, die es sich trotzdem anschauen. Marquinhos, komm, gib mir jetzt noch eine Golasso-Karte. Es ist fast nicht machbar, Mann. Was ist das? Und Freunde, ich konnte den Inform jetzt nicht wasten. Ich gehe jetzt rein in die erste SPC von Al-Oveiran. Also, ich will immer noch lieber den 93er. Gar keine Frage. Aber den Inform will ich jetzt echt nicht wasten. Und ich kann ihn nirgendwo anders reinpacken, außer vielleicht in eine Wundertüte. Aber ich will eigentlich auch keine Wundertüten mehr sehen. Ohne Spaß, Mann. Weil die sind aktuell halt wirklich nicht worth it. Da kannst du immer noch Winter Wildcards ziehen. In welcher Zeit ist EA bitte hängen geblieben. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und jetzt haben wir hier noch ein letztes 5x84 Plus Pack zum Abschluss der Episode. Hat lange geladen, ist auf jeden Fall ein Walkout. England Rechtsverteidiger, Trent Double, leider nicht, weil eine Golasso-Karte dahinter ist. 3, 2, 1, nochmal in Inform. Und damit, Freunde, würde ich sagen, lassen wir es an der Stelle mit dem Video gut sein. Wir haben auf jeden Fall einiges gezogen, aber jetzt nicht die Karten, die wir haben wollten. Aber eine Birgit Prinz und Dempsey und Cola, zumindest die 90er-Version. Und das soll es an der Stelle gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, checkt hier noch ein aktuelles Video ab. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's von gut, haut rein und ciao.